بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern im Islam, möge Allah mir bei diesen Worten Ikhlas geben, dass diese Worte nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind, als guter Ratschlag für unsere Brüder und Schwestern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet gemeinsam am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Der größte Grund der Spaltung in dieser Umma war die Fitna des unberechtigten Takfirs. Zur Zeit von Uthman radiallahu anhu sind einige Übertreiber hingegangen, die Khawarij, und haben ihn zum Käfer erklärt, ja, und ihn getötet. Später sind sie in die Armee von Ali reingegangen, haben zu einer großen Fitna geführt, eine große Fitna gemacht zwischen Ali und Aisha und Talha und Az-Zubair und später auch mit Muawiyah radiallahu anhum ajma'in, während Ali auf der richtigen Seite war. Aber das war die Fitna des Takfirs. Und liebe Geschwister im Islam, ich habe mich gestern getroffen mit dem Bruder Ibrahim Abu Naji und dem Bruder Abu Abdullah und dem Bruder Abu Dujana und noch einigen anderen Brüdern. Und wir haben darüber geredet, wie wir das Gefühl haben, dass diese Fitna momentan versucht wird, nach Deutschland hineinzutragen. Und deswegen möchte ich einige kurze Wörter an meine Brüder und Schwestern bringen. Wir sind momentan, Alhamdulillah, sehr stark. Und egal in welche Stadt wir gehen, es kommen hunderte Muslime und hunderte kommen nicht, weil sie irgendwoher eingeschüchtert werden. Aber überall ist die Dawah Alhamdulillah angekommen. Und das möge Allah uns Ikhlas dabei geben. Und was damals die Sahaba geschwächt hat, war diese Fitna, die reingekommen ist. Und wenn wir dann sehen, und da haben wir gestern drüber geredet, dass plötzlich überall in Deutschland bestimmte Bücher verteilt werden, in verschiedenen Sprachen, die praktisch dazu aufrufen, im Endeffekt 90% der Muslime, oder sagen wir lieber 99% der Muslime zu Kuffar zu erklären, dann läuten bei uns natürlich die Alarmglocken. Denn das führt dazu, dass im Endeffekt die Brüder und Schwestern, die jetzt miteinander am Arbeiten sind, jetzt etwas tun, plötzlich wegen Meinungsverschiedenheiten, wegen bestimmten Meinungsverschiedenheiten auseinandergehen, sich spalten. Und deswegen möchte ich euch eins sagen. Es gibt Hadithe vom Propheten a.s., die darauf hindeuten, dass die Khawarij bis zum jüngsten Tag immer wieder auftauchen. Und immer wieder abgeschnitten werden und immer wieder auftauchen. Und das Hauptkennzeichen der Khawarij ist ihre Übertreibung im Takfir, dass die Leute zu Kuffar erklären. Und deswegen sage ich euch eins, wenn aufgrund dieser Hadithe uns vermittelt wird, dass die Khawarij immer wieder auftauchen und immer wieder da sind, und wir sehen auf einmal eine Gruppe, die 99% der Muslime zu Kuffar erklärt, zu Ungläubigen erklärt. Wer sollen dann diese Khawarij sein? Bitte denkt darüber nach, liebe Geschwister. Und deswegen sage ich euch, wenn ihr das hört, ihr habt nicht zum Beispiel jetzt gerade angefangen zu praktizieren. Natürlich haben diese Leute auch ihre Argumente. Der Schiit hat auch seine Argumente. Der Christ hat auch seine Argumente. Der Sufi hat auch seine Argumente. Wenn man neu ist in der Religion und man ist mit diesen Leuten zusammen, man wird sich erstmal gar nicht retten können. Und deswegen sage ich jedem, wenn ihr diese Zeichen seht, dass Leute nur damit beschäftigt sind, den ganzen Tag die Muslime anzugreifen, die Leute, die den Islam verteidigen, sei es mit Tabdi' oder Takfir, sei es mit, indem sie sagen, die sind Mubtadi', ja, das ist eine andere Wort, heute gibt es auch die Bidda-Khawarij, ja, der ist Mubtadi' und der ist Dings, und die lassen die Leute des Kuffers mehr oder weniger in Ruhe.
dann ist das eine Eigenschaft der Khawarij. Die Khawarij, sagt der Prophet a.s.w., eine Eigenschaft von ihnen ist, sie lassen die Leute der Authan, der Götzen, und bekämpfen die Leute des Islams. Wenn ihr diese Eigenschaften seht, ja, dass Leute sich fast nur mit Muslimen am Beschäftigen sind, ja, dann seid gewarnt. Ja. Und natürlich wird dann zwischendurch mal ein Vortrag gemacht gegen Christen oder was auch immer. Und das ist nur zum Alibi. Deswegen seid gewarnt. Wenn ihr seht, dass Leute 95% oder 99% der Muslime zu Kuffar erklären, dann entfernt euch. Weil ich kann jetzt keinen detaillierten Vortrag machen. Das ist eine kurze Nasiha, die reichen müsste. Ich habe euch eben gesagt, was aus den Hadithen des Propheten hervorgeht. Ja? Dass diese Khawarij bleiben werden. Und wer sollen die sein, wenn nicht die, die sagen, 99% der Umma sind Kuffar. Ja, wir haben wirklich Leute, die sagen, in Deutschland gibt es 100 Muslime. Was ist das? Wer soll sonst die Eigenschaften der Khawarij haben, außer solche Leute? 100 Muslime in Deutschland. Wir haben, und dann, wo ist dann, wenn man sieht, dass sich den ganzen Tag nur mit den Muslimen beschäftigt wird, obwohl man auch noch dazu mitten unter den Kuffar lebt, obwohl man angegriffen wird von sogenannten Islamlehrern, die die Religion komplett verändern. So, und deswegen, liebe Geschwister, seid vorsichtig. Und hier möchte ich auch noch etwas hinzufügen, was sehr wichtig ist. Weil auf der einen Seite gibt es die Leute, bei denen jeder Käfer ist. Auf der anderen Seite gibt es Leute, bei denen jeder Takfiri ist. Ja? Und da müssen wir mal sagen, was ist denn ein Takfiri überhaupt eigentlich? Was ist damit gemeint? Ja. Mit Takfiri meint man jemanden, der im Takfir so übertreibt, dass ihn das aus dem Rahmen von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah rauswirft zu Ahl-Bid'ah. Ja? Dass er nicht mehr auf dem Menhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah ist. Und deswegen müssen wir fragen, was ist der Menhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah? Und was ist der Menhaj der Khawarij? Die Khawarij, die haben insgesamt 14 Zeichen, aber ich möchte mich auf zwei beschränken. Das ist, dass sie für große Sünden zu Kuffar erklären und dass sie keine Dawabit, keine Regeln beim Takfir kennen. Okay? So, und jetzt wird zum Beispiel oft gesagt, pauschal, dass derjenige, der sagt, dass Al-Hukm bi ghayri ma anzalallah großer Kuffar ist, dass das pauschal ein Takfiri ist. Wir schauen erstmal, ist es wahr, dass diese Sünde mit Ijma' von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah kein großer Kuffar ist, oder stimmt das nicht? Ich habe hier das Buch Usul Thalath von Sheikh Uthaymin. Hier sagt Sheikh Uthaymin, und das ist die Erklärung von dem Buch von Muhammad Abdul Wahhab, und dann sagt Muhammad Abdul Wahhab, sagt dort, وَتَوَغِيْتُ كَثِرُونَ وَرُؤُسُمْ خَمْسَ. Die Tawarit, die falschen Götter sind viele, ihre Köpfe sind fünf. Man Iblis, Allah, Iblis, Fluch Allahs über ihm. Wa man ubida wa huwa rat, und wer angebetet wird, ist damit zufrieden. Wa man da ila ibadati nafsihi, und wer dazu aufruft, selber angebetet zu werden. Wa man idaa shay'an min ilm al-ghayb, wa man haqa, und wer behauptet, etwas vom Verborgenen zu wissen, und man hakama bi ghayri ma anzalla, und wenn nicht mit dem Urteil, was Allah herabgesandt hat. So. Hier gibt es unterschiedliche Stufen von dem, der nicht mit dem herrscht, was Allah herabgesandt hat. Wir wollen darüber reden, was mit jemandem ist, der die Scharia komplett auswechselt. Okay? Das heißt nicht, der hat in dem einen oder anderen Sachen vielleicht einen Fehler gemacht oder ein Richter, der vielleicht wegen Rishwa falsch handelt, sondern jemand, der das Urteil des Korans nimmt, es wegwirft und sagt, bitte, ich möchte gerne die Regeln von der Scharia aus Frankreich haben. Hier sagt Sheikh Uthaymin, ja, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ إِسْتِخْفَافًا بِهِ أَوْ إِحْتِكَارًا أَوْ إِعْتِكَادًا أَنَّ غَيْرُهُ أَصْلَحْ مِنْهُ وَعَنْفَرِ الْخَلْقِ أَوْ مِثْلُهُ
فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا عَنَ الْمِلَّةِ. Wer nicht nach dem, was Allah herabgesandt hat, herrscht, weil er es gering schätzt oder weil er glaubt, dass etwas anderes nützlicher ist für die Schöpfung und besser oder genauso nützlich, so ist er ein Käfir, der einen Kuffer hat, der ihn aus der Religion rauswirft. Also großer Kuffer. Großer Kuffer heißt, dieser Mensch fliegt aus dem Islam raus zu der Religion der Götzendiener. Er ist kein Muslim mehr, sondern ein Käfir. وَمِنْ هَاُولَئِ Und zu denen gehört مَنْ يَدْعُونَ لِلنَّاسِ تَشْرِعَاتٍ تُخَالِفُ التَّشْرِعَاتِ الْإِسْلَمِيَّةِ لِتَكُونَ مِنْ حَاجٍ يَسِيرُ النَّاسِ عَلَيْهِ. Er sagt, und zu denen gehört, ja, die Leute, die eine Gesetzgebung für die Menschen erlassen, die der Gesetzgebung des Islams widerspricht, um ein Menhesh zu sein, auf dem die Menschen sich bewegen. Das ist die Meinung von Sheikh Uthaymin. Dann habe ich hier Fatawa Ulama Baladul Haram. Ja. Hier haben wir beispielsweise Sheikh Fawzan. Ja. Und Sheikh Fawzan, das ist in Kitab Aqida Tawhid, Seite 116, wird er zitiert. Qala Sheikh Muhammad ibn Rahim. Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh war der Mufti vor Sheikh bin Baz. أَمَّا الَّذِي كِيلَ فِي أَنَّهُ كُفْرٌ دُنَا كُفْرٌ إِذَا حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اعْتِكَادُ أَنَّهُ عَاصٍ وَأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ هُوَ الْحَقِّ فَهَذَا الَّذِي يَسْتُرُ مِنُهُ الْمَرَّةِ وَنَحْوُهُ. Also, das, was kleiner Kufr ist, ist der, der in einer oder anderen Sache nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht. Das geht von ihm, يَسْتُرُ مِنُهُ الْمَرَّةِ, geht von ihm manchmal aus, ja, und er weiß, dass er eine Sünde begeht. Ja, und dann sagt er, أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخديع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع عدل فهذا كفر ناكر عن الملة. Und sagt er, aber derjenige, der eine Gesetzgebung erlässt, Qawanin, und die ordnet, ja, so ist dies Kufr. Selbst wenn er sagt, wir haben einen Fehler gemacht, und das Gesetz Allahs ist gerechter. Dies ist ein Kuffer, Kufrun Nakrun Anil Milla. Dies ist ein Kuffer, der aus der Religion rauswirft. Das sagt beispielsweise Muhammad Ibrahim al-Sheikh. Dann sagt Sheikh Fawzan, Fafarraka Rahimullah, also er redet jetzt über Muhammad Ibrahim, Bain al-Hukm al-Jus'i al-Ladhi la yatakarra, wa Bain al-Hukm al-Am al-Ladhi huwa al-Marja fi Jami al-Ahkam, au Ghalibuha, wa Karra anna hadha al-Kufru, ناكن عن الملة مطلقة وذا. Ja, also er sagt jetzt, also Sheikh Fawzan bestätigt jetzt die Aussage von Sheikh Muhammad Ibrahim al-Sheikh, ja, und sagt, ja, dass der Sheikh Muhammad Ibrahim einen Unterschied macht zwischen demjenigen, der das in einer oder anderen Sache macht, oder der eine allgemeine Gesetzgebung erlässt, ja, und sagt, die dann der Marja ist das, wozu man zurückkehrt. Ja, zum Beispiel, wir sagen, bei uns gilt die Demokratie als Beispiel. Unsere Gesetzgebung ist das. Das meint er hiermit. Ja? So. وَجَعَلَ الْقَانُونُ الْوَدْعِي بَدِيلًا مِنْهَا. Und er macht dann die menschengemachte Gesetz zu einer Alternative dazu. Ja? فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنُّهُ يَرَى أَنَّ الْقَانُونَ أَحْسَنُ وَأَصْلَ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَهَذَا لَا شَكَّ أَنُّ كُفْرٌ أَكْبَرْ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَيُنَاقِدُ التَّوْحِيدِ. Ja, so. Und er sagt, das ist dann ein Zeichen dafür, dass er diese andere Gesetzgebung besser und nützlicher findet, und das wirft ihn ohne Zweifel aus der Religion aus. So. Warum erwähne ich diese Aussage? Es wird jemand sagen, Sheikh al-Albani hat was anderes gesagt. Alles klar. Nur was ich, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es geht mir hierbei nicht um eine Diskussion zwischen Sheikh al-Albani und Sheikh Muhammad Ibrahim al-Sheikh oder den allermeisten Gelehrten in Saudi-Arabien. Mir geht es darum, dass man nicht sagen kann, dass derjenige, der Tashri al-Am als großen Kuffer ansieht, dass man ihn pauschal
als ein Takfiri bezeichnen kann, sondern das ist die Position der meisten Gelehrten aus Saudi-Arabien von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Und zum Beispiel Sheikh al-Rajihi, und das kann jeder nachschlagen, jeder nachgucken, in seiner Kassette Nawaqid al-Islam. Er redet über die 10 Nawaqid al-Islam in ungefähr anderthalb Stunden. Dort sagt er, ja, über diese Sache, dass jemand eine komplette Gesetzgebung erlässt, بدل الدين وهذا كفر, hat er die Religion umgedreht und dies ist Kuffer. Und aus dem Siyaq, aus dem Kontext wird klar, dass er auch damit meint, großer Kuffer. Dann haben wir Aussagen von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, der darüber redet, dass das ein Ijma ist. Und einige wenn Beddala al-Shar al-Mujma alayhi, ja? Und daraufhin haben dann einige gesagt, dass man einen Unterschied machen muss zwischen Tabdil und Istibdal. Ja? Und das ist auch etwas, was ich vorher gelesen habe und gesagt habe, Tabdil und Istibdal. Aber Sheikh Fawzan sagt hier, und das ist auch Sheikh Fawzan, Maqal fi Majalla Da'wa al-Adad 1749, dort sagt er. ثم جاء في الكتاب المذكور في الحاشية لأن diese Sache mit Tabdil, die kommt in dem Buch von Khalil Ambari, Hazimatul Fikr Takfiri, kommt das vor, ja? Hier steht auf Seite 27, sagt jetzt der Sheikh Fawzan, التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله. Also entschuldigung, das ist jetzt nicht von Sheikh Fawzan, das ist jetzt von dem Khalil Ambari. Also das Tabdil bedeutet, er ändert das Gesetz und sagt, dieses Gesetz ist von Allah. Dazu sagt jetzt Sheikh Fawzan, Nakul, هذا تبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود. Der sagt, diese Art von Tabdil, die gibt es überhaupt nicht, sagt er. وإنما هو افتراضي من عندك. Und das ist einfach nur eine Erfindung, etwas, was du annimmst, ja. ولا يقول به احد من الحكام اليوم keiner von heutigen Hukam sagt das وهنا هناك استبدال وهو اختيار جعل القوانين الوضعيه بديله عن شريعه الاسلاميه والغاء المحاكم الشرعيه وهذا كفر ايضا لانه يزيح تحكيم الشريعه الاسلاميه ينحيها نهائيا ويحل محل القوانين الوضعيه. فَمَاذَ يَبْقَى لِلْإِسْلَامِ. Also er zählt jetzt hier einiges auf und sagt, wenn einer die Gesetzgebung komplett verändert und an die Stelle der Scharia Islamia die menschengemachten Gesetze bleibt, dann sagt er am Ende, فَمَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ. Was bleibt dann am Ende noch vom Islam übrig? Ja, so. Das heißt, das ist erstmal das Erste, worauf ich hinaus wollte, dass es falsch ist, wie das heutzutage einige machen, pauschal denjenigen, der sagt, dass das großer Kuffer ist, dass er zu einem von Khawarij gezählt wird. Jetzt kommen wir zu der nächsten Mes'ala, weil wir haben gesagt, die Khawarij zeichnen sich durch 14 Punkte aus. Ich zähle zwei auf. Erstens, ja, haben wir aufgezählt, dass sie für große Sünden aus dem Islam rauswerfen. Aber da wir gesehen haben, dass die Meinung der meisten Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah ist, dass das großer Kuffer ist, kann man nicht sagen, dass derjenige sagt, dass das großer Kuffer ist, dass er hier den Manhaj der Khawarij hat. Punkt 1. Punkt 2, wir haben gesagt, dass sie keine Dawabit, keine Regeln haben im Takfir. Denn es gibt unter Ahl-Sunnah wal-Jama'ah eine Regel, dass derjenige, der sich dem Islam zuschreibt, selbst wenn einer in Naqid von Nawaqid al-Islam hineinfällt, dass er erst zum Kafir erklärt wird, nach Ikamat al-Hujjah und Izalat al-Shubha, nachdem die Hujjah, der Beweis, ihm gebracht wird und die Shubha, das Scheinargument, was er vielleicht hat, das, was er falsch verstanden hat, aus dem Weg geräumt wird und wenn die Shurut, die Bedingungen, vorhanden sind und die Mawani', die Hinderungsgründe, ausgeschlossen sind. So, wenn nun jemand sagt, für mich ist der und der und der und der ein Kafir, weil er in eine Sache hineingefallen ist, die großer Kuffer ist, nach
der großen Mehrheit zum Beispiel jetzt aus der Gelehrten Saudi-Arabien auf jeden Fall. Und die Situation von dieser Person ist so, dass die Mawani', das heißt die Hinderungsgründe, nicht vorhanden sind und die Bedingungen zum Takfir vorhanden sind. Er sagt, diese Person ist für mich ein Kafir. Dann kann man nicht sagen, dass diese Person dem Manhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah widerspricht und ein Khariji ist, einer von den Khawarij ist. Weil das der Manhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah ist. Deswegen muss man vorsichtig sein. Deswegen muss man vorsichtig sein, bevor man Leute als Mubtadi'a bespricht. Und das ist übrigens die Position, kann ich sagen, von allen Leuten, wie zum Beispiel Ibrahim Abu Naji, Abu Abdullah, Abu Dujana, dass sie glauben, ja, dass das großer Kuffer ist, wie Sheikh Fawzan, wie Sheikh Mohammed Ibrahim al-Sheikh, ja, und dass sie aber auch wissen, dass es Dawabit gibt im Takfir von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Ja, und deswegen ist es falsch, wenn man hier sagt, diese Person ist ein Khariji oder ein Takfiri, weil die Kawaid, die Regeln und die Usul, die Grundlagen von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah vorhanden sind. Das wollte ich schon mal kurz gesagt haben, weil viele Sachen erzählt werden. Und da gebe ich auch noch etwas anderes, wenn man irgendwo etwas gehört hat oder irgendwo etwas falsch verstanden hat, ja, dann sollte man auch immer vorsichtig sein, bevor man urteilt, gerade wenn es um eine Kassette oder um eine Muhadara gibt, ja, weil da kann man auch schnell mal was sagen oder schnell mal etwas falsch verstanden werden. Ja, und das sagt zum Beispiel auch hier Sheikh Fawzan, ich zeige es kurz. Ja. Einen Moment. Für die ganz Schlauen. Ja. Das ist auch hier Sheikh Fawzan Makal fi Majalati Da'wa al-Adad 1749, dort sagt er: وَالْأَشْرِطَ لَا تَكْفِي مَرْجِعًا يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ فِي نَقْلِ كَلَامِ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهَ غَيْرُ مُحَرَّرًا وَكَمْ مِنْ كَلَامٍ فِي الشَّرِيطٍ لَعُرِدَ عَلَى قَائِلِهِ لَتَرَاجَ عَنْهُ فَيَجِبُ التَّثَبُّتْ فِي مَا يُنْسَبْ إِلَى عَلَى الْعِلْمِ. Das heißt, wie oft, er sagt hier, wie oft kann es sein, dass jemand etwas sagt, ja? وَكَمْ مِنْ كَلَامٍ فِي الشَّرِيطٍ لَعُرِدَ عَلَى قَائِلِهِ. Wie oft kann es sein, dass etwas auf einer Kassette gesagt wird, wenn man das dem, der es gesagt hat, vorlesen würde oder vorsagen würde, dann würde er sagen, oh, so habe ich das nicht gemeint. Taraja anhu. Fayajib tathabut fima yunsab ila al-ilm. Deswegen muss man sich erst vergewissern, was man al-ilm zuschreibt. Und dementsprechend ist zum Beispiel auch, es gibt zum Beispiel einige Lügner, die zum Beispiel behaupten, dass Sheikh Abu Ishaq al-Hawaini sagen würde, dass derjenige, der eine große Sünde ständig macht, dass der aus dem Islam raus wäre, weil das ein Beweis dafür wäre, wenn er keinen Tauba machen will, dass er diese Sünde als Halal sieht. Und Sheikh Abu Ishaq sagt etwas auf einer Kassette, was man so verstehen kann und was einem auf den ersten Blick wie ein Fehler erscheint. Nur ich habe selber persönlich mit dem Sheikh gesprochen und er hat mir selber gesagt, Al-Musir al-Kabira, also derjenige, der eine große Sünde ständig macht, heißt nicht, dass er das als Halal erklärt und deswegen macht er auch kein Takfir auf den. Aber deswegen die Leute, die erstmal groß posaunen, weil sie die Dauer von dem Sheikh kaputt machen wollen, ja, die sollten sich erstmal bei dem Sheikh selber vergewissern, bei dem Sheikh selber anrufen, bevor sie versuchen, Fitna zu stiften. Deswegen, liebe Geschwister, haltet euch fern von Alu Tabdi' und haltet euch fern von Alu Takfir, sondern bleibt auf dem Weg der Mitte, den wir vertreten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und so haben wir euch zu einer Umma der Mitte gemacht. Zwischen Khawarij und zwischen Murji'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Subhanaka lahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.